Ja, guten Morgen und Servus, liebe Zuschauer. Ja, was ist jetzt die letzte Woche passiert? Eigentlich habe ich ja gesagt, alles, was die letzte Woche bis morgen, bis zum Dienstag passiert, das filme ich. Ja, ist der Teufel so will, könnte man sagen. Das hat leider nicht funktioniert. Ich habe die ganze Woche irgendwie entweder keine Zeit gehabt oder es waren andere Dinge wichtig. Bin ich wirklich nicht zum Filmen gekommen. Der Videoschnitt von dem Freitagsvideo mit den Kartoffeln war auch recht umfangreich. Ja, deswegen wird es da, so wie ich mir das eigentlich gedacht habe, nichts geben. So einen kurzen Wochenzusammenschnitt und dann erst einen richtigen Vlog. Ich erzähle jetzt einfach, was passiert ist. Die Woche wird es wahrscheinlich noch rund gehen, aber das seht ihr gleich. Lassen wir erst einmal die Viecher raus. Ja, vielleicht habt ihr das gerade im Hintergrund schon gesehen, ich habe eine Neuerung hier unten. Also mein Sturmhaken, den ich geplant hatte für die Hühner, war eigentlich sinnlos oder nutzlos. Den werde ich jetzt wohl nicht brauchen. Der baumelt jetzt da oder so. Warum? Also, ich habe jetzt die letzten Tage hier meinen Zaun aufgestellt gehabt. Und zwar wie folgt. Ein kleines Zaunelement da und dann der richtige Zaun fängt da hinten an, geht rinder, runter, rüber und hier wieder hoch. Ja, wie viel Abstand vom Zaun habe ich gehalten? Im Schnitt circa 1,5 Meter, 75 cm. Also keiner konnte mir so genau sagen, wie viel mir jetzt da eigentlich definitiv in einem Auslauf haben muss. Und ja, dann habe ich gesagt, dann mache ich so. Genug Abstand ist es auf jeden Fall, die kommen nicht zusammen. Da kommt ja dann ordentlich Strom drauf. Ich hätte noch genug Zaunmaterial übrig. Ich könnte auch außenrum noch einmal an Zaun stellen, dann einfachen, wenn ich jetzt unbedingt wollte. Aber ich denke mal, das ist übertrieben. Also hier bei uns im Hof wüsste ich nicht, dass es jemals schon gegeben war, dass wir Wildschweine hatten. Also Schwarzwild hat sich nie hierher gezogen. Von daher denke ich, ist die Befürchtung eher gering. Ja, wie funktioniert mein ganzer Zaun jetzt dann? Man sieht ja, hier ist jetzt noch eine Lücke. Und natürlich da, wo mein Tor ist, ist eine Lücke. Wenn ich jetzt hergehe und mache mir hier komplett zu, dann komme ich später ja nicht mehr rein und raus, um meine Viecher zu machen. Oder muss ich mir umständlich hier über den Zaun drüber steigen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Darum habe ich mir jetzt am Wochenende noch bestellt. Das müsste dann eigentlich entweder heute oder morgen kommen. So große Torgriffe und Torfedern. Die Torfedern sind bis auf 5 Meter ausfahrbar. Da kommen dann zwei Stück hier rein. Quasi von denen Häken da. Zu denen Häken hier. Da mache ich zwei rein. Und dasselbe Spielchen dann noch einmal. Hier unten sind auch die Isolatoren für Tore. Hier rüber zwei Stück an die Wand. Ja, und dann kann ich hier unten ganz bequem hergehen, kann die Griffe aufmachen, kann rein und raus. Kann, wenn ich hier unten mit der Fräse rein will, kann ich reinfahren. Wenn ich meinen Wasserwagen befüllen will und reinfahren möchte, kann ich einfach aufmachen. Oder sei es auch zum Ausmisten. Das muss man ja doch einige Male in der Woche. Und da bietet sich das dann auf jeden Fall an. Ja, das ist auf alle Fälle passiert. Warum habe ich jetzt den Zaun mit drei Litzen versehen? Gut, ich habe im Internet ein wenig recherchiert, ein wenig geguckt. Ja, dann stehen da Maße von 22 und 41 cm die Litze und dann nochmal dritte auf 63. Dann stehen Maße mit 20 und 40 und oben drüber gar nichts mehr. Lang überlegt, wie könntest du das machen, was könntest du machen? Dann habe ich mir gedacht, naja, die werden ja größer auch. Bei mir stehen die ja hier nicht nur ein paar Wochen oder so, sondern die sollen ja wirklich einmal dann ein Jahr oder länger
gefüttert werden, sollen da nicht mehr laufen, bevor sie dann irgendwann einmal geschlacht werden. Ist einfach so. Und ja, da habe ich mir gedacht, dann mache ich das Ganze ein bisschen höher. Ich habe Holzzaunpfähle verwendet. Ich denke mal, eine Zeit lang werden sie halten. Ist zwar nicht die schönste Lösung, aber stabil. Ringisolatoren dran. Und der Zaun läuft da quasi dann so rum. Ja, da hinten hätte ich nicht noch runterziehen können und mit der Litze hier verbinden können. Aber gut, das geht so auch. Ja, wie gesagt, Abstand vom Boden 20 und dann die anderen jeweils 20 auseinander. 20, 40, 60. Ist eine schöne Höhe. Also wer drüber steigen möchte, kann das auch ganz bequem. Überhaupt kein Problem. Ich kann hier drüber steigen, auch wenn der Strom an ist. Passiert normalerweise gar nichts. Ich kann hier hinten noch ein bisschen laufen. Überhaupt kein Problem. Und der große Vorteil ist, durch diese 20 cm, meine Hühner kommen auch hin und her. Ich meine, wie es dann ist, wenn da nochmal Strom drauf ist, werde ich sehen. Aber aktuell ist es auf jeden Fall so, die flutschen unten drunter durch. Und das ist natürlich super. Sprich, ich kann mir das sparen hier mit der Tür. Diese Gefahr, dass mir die Schweine dann in den Schweinestall, in den Hühnerstall reingehen. Sondern ich kann wirklich hergehen und kann sagen, gut, ich lasse die Hühner früh morgens raus, die können unterm Zaun durch und können hier laufen. Und auch wenn die Schweine mal ein wenig verrückt spielen oder weiß der Teufel, dann können die quasi wieder ganz schön neben raus, können ein bisschen flüchten. Überhaupt kein Thema. Und dann läuft das. Ja, wie gesagt, das ist das, was ich jetzt die letzten Tage gemacht habe. Kann sie mal zeigen, der Zaun läuft dann wie gesagt hier rum. Ja, die Löcher, wenn man sieht, könnte man meinen, ich habe schon Schweine, ich habe aber noch gar keine. Ganz erstaunlich. Ja, wie gesagt, läuft bis der Rinder. Da hinten ist vielleicht ein bisschen eng geworden, aber gut. Und dann wieder hier vor. Die Hühner können trotzdem die ganze Fläche nutzen. Können überall hin, weil sie ja einfach unten durchschlupfen. Ich meine, wie es dann ist, wenn jetzt dann Strom drauf ist, das muss ich natürlich sehen. Das Zaungerät gehört noch angeschlossen. Da brauche ich meinen Bruder, der soll mal Steckdosen innen noch setzen. Könnte ich zwar selber auch, aber wozu hat man einen Elektriker in der Familie? Da soll der mir da innen eine Aufputzsteckdose setzen und die Kabel mit verlegen. Das Zaungerät bleibt dann da innen fest hängen an der Wand und die Kabel kommen dann hier drüben. Da machen wir eine Bohrung in die Wand. Die Kabel kommen dann meinetwegen hier oben aus der Wand raus. Dann kommt hier ein Kabelkanal runter und dann ist hier die Anschlussleitung. Irgendwie so oder so ähnlich machen wir das auf jeden Fall. Wie gesagt, man muss sich immer einfach halten. Die Torgriffe waren eine gute Idee, denke ich. Das müsste funktionieren. Das werde ich sehen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, und wenn wir dann schon gerade beim Thema Schweine sind. Ich habe letzte Woche endlich Bilder bekommen. Habe ich mich richtig doll gefreut. Ja, ich habe ja vergessen, wie ich droben war und die Schweine angeschaut habe und meine rausgesucht habe, Bilder zu machen. Ja, und jetzt habe ich endlich Bilder gekriegt. Die kann ich euch nochmal einblenden. Der ein oder andere hat sie vielleicht schon auf Instagram gesehen oder bei Facebook. Und ja, das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen habe ich gedacht, ich packe sie mal in den Vlog dann mit rein, ganz normal, wie gehabt. Und da haben wir sie. Also ich muss ja sagen, es sind wirklich zwei richtig schöne. Der eine mit viel Rot, das ist quasi dann mein geplanter Zuchteber. Den habe ich ja jetzt genommen, eben weil er so richtig schöne Zeichnung hat und nahezu perfekt ist. Und der mit viel Weiß, das ist ein kastrierter Eber. Da ist dann geplant, also der wird irgendwann dann nochmal natürlich in die Wurst kommen. Klingt jetzt gemein, aber ich meine, das ist nun mal so. Schweine sind Nutztiere und ja, dafür halte ich sie und ich meine, ich denke, dann gebe ich ihnen wenigstens ein gutes Leben. Ist besser, wie wenn ich jetzt dann hergehe und sage, ich kaufe mir da irgendwo billig im Geschäft das lumpertste Fleisch. So züchte ich mir selber, was ich habe
ziehe sie groß, ich weiß, was sie gefressen haben, ich weiß, was sie gekriegt haben. Und ich denke, dann geht man an die Sache auch ganz anders ran. Ja, wie gesagt, das Ganze ist jetzt der normale Versuch, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Der Zaun lässt sich leicht wieder versetzen, die Pfähle sind ja bloß in den Boden eingeschlagen, ist ja nichts neibetoniert. Die könnte ich bei Bedarf wieder rausziehen und dann so versetzen, wie ich es halt haben möchte. Das Veterinäramt hat zu mir gesagt, die kommen jetzt nicht extra raus. Ich soll das halt aufbauen und wenn ich der Meinung bin, ich möchte sie noch einmal haben, soll ich halt einfach nochmal anrufen. Ich meine, wie gesagt, ich stelle das jetzt auf. Es sollte normalerweise funktionieren. Es ist ein Auslauf, es ist keine richtige Freilandhaltung. Ich habe sie nicht Tag und Nacht draußen. Ich meine, Wildschweine gibt es bei uns, aber die halten sich normal hinten im Wald auf. Heuer durch die Trockenheit könnte sein, dass sie wieder auf die Felder runterziehen, aber wenn dann auch bloß auf die Maisfelder. Von daher denke ich einmal, dass die Gefahr eher gering. Ja, und die Hühner, die haben ja ihr Frühstück schon gekriegt. Tomaten, Weintrauben, Pfirsich, Orangen. Der Rasputin ist recht aufmupfig. Das ist der Geger, du. Der andere junge Geger ist der Konstantin. Und mein großer Alter, der Rotranne. Ja, die lassen sich's gut gehen hier unten. Wie gesagt, aktuell gehen sie über den Zaun drüber oder gehen unten durch. Ich meine, wenn es natürlich auch mal richtig geregnet hat und die richtig nass sind, dann kann es natürlich durchaus passieren, dass wenn die da durchgehen, dass sie dann auch nicht geschossen kriegen. So, ich habe jetzt gerade Gras gemäht, unten bei meinen Hühnern. Die Fläche bis runter. Oben ist jetzt noch ein Stück, das ist beim nächsten Mal mitfällig. Ist jetzt Frischgras, einmal für die Hühner und einmal hin Pferde und Esel und Ziegen. Ja. Ich habe das Ganze mit dem Balkenmäher weggemäht, das habt ihr ja auch schon gesehen. Da habe ich gedacht, das filme ich nicht. Mit der Hand zusammengerecht und dann mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert. Ja, und mein Spezialfahrzeug steht hier. Mal wieder entfremdet aus der zweckentfremdet aus der Baumaschinenvermietung. Der geht aber optimal, wenig, also gut bodenschonend und passt viel drauf. Unser Hanix Kettendampfer, da steht er. Ja, ich habe schon einen großen Teil Gras reingeschmissen. Schön an dem Ding ist halt Blechboden, da kann nichts weiter passieren, geht nicht kaputt. Auf meinen Holzanhänger, wenn ich es jetzt drauf schmeiße, da gammelt mir nur der Boden zusammen. Hier ist nichts weiter schlimm, das Blech ist so stark, da gammelt nichts weg. Mal schnell das Gras hier reingefahren. Die Aufnahmen leider recht verwackelt, deswegen habe ich ein bisschen was rausgeschnitten. Ja, aber das ist nicht schlecht, das Ding. Ist ein kleiner Harz-Diesel drauf, so Sealand-Bug. Und das Ding läuft und läuft und läuft und läuft sogar recht schnell. Also, wenn man den Schnellgang einlegt, da rennt der fast 20 Stundenkilometer. Das ist schon, ja, doch.
Wie funktioniert die Kiste? Also Handgas, Leerlauf, ausmachen, Vollgas, Elektrostart, die Ölmotorkupplung zum Kippen dann. Also hier kann ich kippen und da kann ich wieder ablassen. Hier kann ich noch auswählen, in welche Richtung das er kippt. Nach links, nach vorne oder nach rechts. Dann habe ich hier die Parkbremse, die ich eigentlich nur am Berg brauche. Dann gibt es hier einen Lichtschalter für die Beleuchtung. Und das ist die Fahrkupplung. Ich habe hier eine Gangschaltung. Also R ist eigentlich rückwärts gewesen, weil der Sitz hier auf dem Dumper normal gedreht ist. In unserem Fall ist es das aber nicht. Wir fahren quasi immer rückwärts, deswegen ist R1 vorwärts und 1 ist rückwärts. Ich habe quasi einen Vorwärtsgang, zwei Vorwärtsgänge und zwei Rückwärtsgänge. Einmal habe ich den Gang jeweils langsam und dann kann ich hier das Blech hochklappen. Das geht dann einfach mit dem Hebel hier so. Und dann habe ich den Schnellgang. Sprich, ich habe insgesamt 4 und 4 Gänge. Und wie gesagt, wenn ich den Schnellgang bei dem Teil wähle, der rennt mit 20 Stundenkilometer. Das ist wirklich eine beachtlich schnelle Geschwindigkeit. Macht aber auch richtig Laune. Wie so eine kleine Banse. Ist einfach genial, das Teil. So eine Kettendampe gehört, wie gesagt, zu der Baumaschinenvermietung dazu. Und ich tue gerne mal zweckentfremden. Wie gesagt, der ist schön bodenschonend durch die Ketten. Und wenn es jetzt dann im Herbst wieder die Wiesen vielleicht ein wenig feuchter werden, ich meine, gut, jetzt geht's noch, dann kann ich da schön über die Wiesen fahren und mache keinen großen Schaden. Klar, beim Lenken musst du ein wenig aufpassen, da musst du dann sachte kuppeln. Also wenn ich den Gang einlege hier, dann, wenn ich den jetzt reinmache, dann fährt er. Und wie lenke ich? Ziehe ich den Hebel leicht an, kuppelt quasi die Kette hier drüben aus, ziehe ich eine Gans an, ziehe ich auf dieser Seite die Bremse. Hier drüben dasselbe Spielchen, ist quasi auch wie bei einem Panzer die Lenkung, kannst du sagen, durch Bremsen und auskuppeln. Ja, da musst du halt im Winter ein wenig aufpassen, darfst du halt wirklich die Kette bloß auskuppeln, sonst hast du mal ganz schnell den Boden verunstaltet, weil der schiebt natürlich ganz schön rum. Das sieht man zum Beispiel hier, wenn ich scharf um die Kurve rumfahre, aber das macht nichts. Ja, wie gesagt, so viel zu dem Ding. Und ich habe den jetzt eigentlich genommen, weil mir ist meine Zweiachse da dafür definitiv zu schade. Ich könnte klar mit dem jetzt arbeiten und könnte mein Gras da drauf schmeißen, aber es ist ein Holzboden, der ist zwar lackiert, bloß wenn da jetzt dann das feuchte Gras drauf liegt, das ist nicht unbedingt so gesund, dann fängt mir hier der Boden das Gammeln an. Und ein Einachse, den ich normalerweise da dafür immer habe, der hat zwar einen Blechboden drauf, der ist aber momentan mit einem Platten Reifen und hat oben drauf die Brücke gebrochen. Den muss ich bei Gelegenheit irgendwann einmal neu machen. Ist ja eigentlich ein Eigenbauhänger vom Opa. Und dann wird es schon wieder. Ja, aber so lange kann ich den da verwenden. Da passiert gar nichts. Ja, gerade eben war die Post da und hat mir was gebracht. Noch für mein Schweinegehege. Nein, die Torfedern waren es noch nicht. Die dürften dann morgen kommen. Aber das ist gekommen. Das hänge ich mal außen an den Zaun noch, dass jeder gleich Bescheid weiß. Ja, Vorsicht, wertvoller Schweinebestand, betreten und füttern verboten, ganz klar. Einfach ein Warnschild und eine Elektrozaun, eventuell noch so ein Elektrozaun-Schildchen ran. Obwohl, wer dann lang, der merkt es dann schon. Ja, das ist auf alle Fälle heute gekommen. Habe ich mich jetzt gerade gefreut. Und wenn wir jetzt gerade hier oben stehen, könnte ich ja mal meine Kürbisse zeigen, die wachsen ja. Also hier vorne hängen aktuell 4 Stück dran. Könnte mehr sein, also die Pflanzen gibt es jeweils bloß noch eine am Misthaufen und eine hier. Am Misthaufen hinten sind es 6 Kürbis, allerdings noch in der Größe. Und hier vorne sind es 4, die sind allerdings schon eine Nummer größer. Zum Beispiel den hier. Das sind ja Butternusskürbis, da hätten wir noch einen, der ist auch ein bisschen größer wie die hinten. Da drüben hängt noch einer. Und da hängt noch einer. Ja, das ist der aktuelle Stand. Mal gucken, vielleicht werden es noch mehr, blüten sie noch einige dran. Also es schaut so aus, als bilden sich noch ein paar. Die sind halt ein bisschen spät dran, aber gut,
Ich meine, wir haben jetzt September, wenn die bis Ende Oktober oder was vielleicht noch. Ja, schauen wir mal, das wird man sehen. Ja. Und bevor jetzt dann im Video wieder Fragen aufkommen, steht da zufällig ein Holzbackofen. Klar. Den haben wir gebaut zu meiner Zeit, als ich noch Bäcker war. Die Temperaturanzeige stimmt, der ist nämlich noch richtig schön warm. Wir haben vorgestern Abend Pizza gemacht. Ja, doch, ist noch richtig schön warm da drin. Da haben wir Pizza gebacken. Dieser Ofen, da würden 62 Pfund Brote reinpassen, wenn man möchte. Ja, selber gebaut. Wir haben quasi einen Bausatz gekriegt, die Schamottsteine und die Tür vorne und das Thermometer. Und der Rest ist komplett selber gebaut. Ja, bevor da, wie gesagt, jetzt Fragen aufkommen, habt ihr da einen Holzbackofen oder so? Deswegen zeige ich ihn gleich. Das ist das gute Stück. Man sieht schon, benutzt wurde auf alle Fälle. Was ich an dem alten Ofen sehr schön finde. Hier unten ist ein Spruch, ich weiß nicht, ob man erkennt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Willi Abelt, Herzberg. Das ist ein Rekord. Wie gesagt, recht groß eigentlich der Ofen. Für meine Zwecke. Finde ich eine Klasse. Und ja, da oben ist da noch der Regler. Für die Abluft. Mein Zug quasi, so nennt sich das im Fachjargon. Stelle ich eine ganze auf, gehe die ganze Wärme oben raus. Und wenn ich dann backen, dann mache ich normalerweise zu, dass die Hitze drin bleibt. Ich backe im Normalfall immer mit Glut unten drin. Geht hervorragend, also zum Pizzabacken und Flammkuchen machen geht es 1A. Und zum Brotbacken räume ich dann normalerweise aus, die Hitze da innen. Wie gesagt, das ist jetzt 2 Tage her, dass wir hier Pizza gemacht haben. Und man sieht schon, das Thermometer steht immer noch auf 80 Grad. Also diese Schamottsteine halten gewaltig Hitze nach, wie man sieht. So muss das. Bei Gelegenheit, wenn ich da mal wieder was backe, dann kann ich das ja mal mit zeigen, dass ihr das da nachgesehen habt. Wird normalerweise mit Holz angeschürt. Und ich nehme halt das Holz, was ich gerade habe, also jetzt nicht unbedingt Kiefer und so. Ideales Buchenholz. Kann aber auch immer vorkommen, dass vor die Obstbäume, Kirsche oder Apfel oder was, was man hat, mit reinkommt. Bloß die Kiefer und das sollte man nicht verschüren. Da bildet sich dann immer so eine ekelhafte Teerschicht, so eine starke Rußschicht drin. Ist nicht so schön. Und ja, dann darfst du immer den Ofen so gründlich wieder putzen. Ist keine schöne Arbeit. Aber wie gesagt, das ist so ein ganz praktischer Nebeneffekt von dem Ding. Mittag rum anschauen und abends kannst du backen. Und da könntest du dann bis tief in die Nacht theoretisch backen, der hält ja lange nach. Jo, so viel dann dazu. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die wollte ich euch noch zeigen, weil ich danach gefragt worden bin. Ja, zu den aktuellen Neuerungen, dass es jetzt halt noch anliegt. Ja, ich habe vom K15 die Überrollbügelstreben unten rausgebaut und den Überrollbügel geschliffen und die Streben natürlich geschliffen. Ja, das ist soweit jetzt dann, also alle Teile, die ich brauche, sind fertig. Armaturenbrett zerlegt und Sand gestrahlt. Und den Blinkerhalter unten dann noch Sand gestrahlt. Ja, soweit ist das auch gemacht. Jetzt aktuell habe ich gerade eben unten die Felgen grundiert. 1250 ml Grundierung für 4 Felgen. Jo, doch, die frisst. Ja, das gehört dann noch einmal ein bisschen fein mit so Schleifvlies bearbeitet, dass dann richtig schön glatt wird. Ich bin nun mal kein Lackierer, bei mir wird das Ergebnis immer irgendwie wie Schmirgelpapier. Ich verstehe es selber nicht, keine Ahnung. Ich habe mein Modellzeug, was ich lackiert habe, das wird so wie Schmirgelpapier. Das Auto ist wie Schmirgelpapier geworden. Und da dasselbe Spielchen. Also den Decklack lasse ich dann mein Vater definitiv machen. Ich bin kein Lackierer, ich kriege das einfach nie richtig hin. Und bevor ich es versau, naja. Also mein Termin, den ich ja eigentlich für mich selber gesetzt habe, das wird definitiv nichts. Ich wollte ja am Mittwoch fertig haben, aber das kann ich vergessen. Auf der Arbeit drin ist jemand krank geworden, die Kurbelwelle wird aktuell nicht weiter geschliffen. Bleibt alles liegen, blöd gelaufen. Naja. Was ich aber noch zeigen wollte, weil das im letzten Video gesagt worden ist, ich habe hinter mir so viele Modelle stehen. Ja, das ist meine Vitrine.
Ich kann ja hier mal einen kurzen Überflug machen. Genau vorstellen werde ich das jetzt nicht. Verschiedene Glasfahrzeuge, metrische Presse, Teleskoplader, Häcksler, Schlepper. Das ist alles von verschiedenen Herstellern, also ist nicht alles nur Siku. Da stehen auch Viking-Modelle mit drin. Ja, hier oben ist dann eher das bunt gemischte Sortiment. Deutz, Seim, John Deere, Lanz, Fendt. Und da oben hätte ich da noch anzubieten. Porsche, Eiche, MF, MAN, Unimog, Betrag, Schlüter, Hanomag, Ford, Volvo, Fastrack, also JCB, Kies und Unmecomic. Ja, das bin ich gefragt worden, ob ich das nochmal zeigen kann. So einen kurzen Überflug drüber gemacht. Ja, die Modelle haben sich über die letzten 25 Jahre gut angesammelt. Also mein erstes Modell habe ich gekriegt, da war ich 2 Jahre alt oder was. Der steht leider nicht mit da drin. Da fehlen leider doch einige Teile, haben durch nur noch, aber da fehlen halt einige Teile. Das war Deutzer DX450, glaube ich, oder was das war. Könnte sein, müsste ich jetzt lügen, müsste ich raussuchen. Das war so ziemlich das erste, was ich mitgekriegt habe. Und dann hat sich halt natürlich über die ganzen Jahre noch irgendwas angesammelt. Ja, und so schaut es jetzt aus. Das letzte Modell, was jetzt dazu kam, das war jetzt vom Schleppertreffen, ist der Klaas Axion 59. Das ist das Siku-Modell. Ja, das ist im Großen und Ganzen, wie gesagt, hier so mal, ja, Schleppervitrine, könnte man sagen. Aber da muss ich gleich dazu sagen, hier bleibt es ja nicht. Bei uns in der Familie ändert sich nämlich ein bisschen was. Wir machen ein wenig einen Umbau, also wenn es die nächsten Wochen ein bisschen chaotisch wird mit meinen Videos, nicht wundern. Da ist ein bisschen was geplant, das seht ihr aber dann nochmal alles, wenn es fertig ist. Also ich ziehe quasi aus meiner Wohnung in Anführungsstrichen hier unten raus. Und meine Eltern wollen aus ihrer Wohnung raus. Und dann wird da ein bisschen zusammengewürfelt, umgebaut. Aber was da kommt, das seht ihr dann ganz am Schluss. Das wird dann mal eine Großaktion. Das filme ich natürlich auch nicht, weil das hat damit gar nichts zu tun. Das sind Umbauten, hausintern. Ja, bei den Schweinen, wie gesagt, warte ich jetzt noch auf diese Torfedern. Die müssten rein theoretisch morgen kommen. Und dann wird es auch so langsam, aber sicher. Ja, Zaungerät noch anschließen. Und gut ist die Sache. Ja, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, das war's für dieses Video. Es ist das mal nichts Aufregendes passiert, ganz klar. Hat einfach die Zeit gefehlt. Ich war die letzten Tage recht gefordert und bin dann doch nicht so recht dazugekommen, wie ich wollte. Naja, trotzdem hoffe ich, das Video hat gefallen. Ich habe wieder mal ein paar Einblicke gegeben. Bin auch mal gespannt, was ihr jetzt sagt, was ihr zum Schweinezaun sagt. Also ich hätte jetzt gesagt, könnte man so stehen lassen. Wie gesagt, das Veterinäramt, die wissen noch nicht, aber das sieht man. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Und man sieht sich am Freitag um 16 Uhr ganz normal wieder. Bis dahin, Servusla.